Willkommen zurück zu Scratchers, werte Freunde. Ich denke, ich habe weitergefunden. Wir haben das letzte Mal ja leider Gottes... Ah, mein Mikrofon schon wieder. Sorry, Leute. Wir haben ja gestern das leider Gottes ein bisschen gehangen. Wir haben schon viel vermutet, ein bisschen Zeug gefunden, aber es hat noch nicht wirklich zur Lösung verholfen. Wir haben nur noch wenige Stunden, denn wir werden hier bald vom Bullen abgeholt. Das sind ja echt tolle Neuigkeiten, weil Shari irgendwie Murks gebaut hat. Wirklich enttäuschend. Aber was nicht enttäuschend ist, ich habe mir Gedanken gemacht. Dieses Tagebuch ist eigentlich relativ hilfreich. Er hat ja dann am Schluss wegen Shari rumgeheult. Aber das Letzte, was er jetzt von seinen Ermittlungen reingeschrieben hat, war die Sache mit der Kapelle. Und da hat sich, seitdem hat sich das Ganze nicht mehr geupdatet, sage ich mal. Deswegen bin ich jetzt nochmal in die Kapelle rein, weil ich, aus diesem Grund, davon ausgehe, dass wir hier doch was übersehen haben und es ist mir schon aufgefallen. Wir haben doch das Ding gelesen, diesen Brief, und das sind zwei verschiedene Hände, schaut mal. Es stand ja auch dabei, ich schreibe dir, wie es dabei ist, und ich habe da anscheinend das Falsche nochmal angeklickt, das letzte Mal, hab gedacht, nö, das ist ja nur das. Aber das sind definitiv zwei. So, ich probiere jetzt mal das Zusammengefaltete. Das ist das, was wir gelesen haben. So. Und jetzt lese ich das. Ja, geht doch. Vielleicht habe ich es auch angeklickt und gedacht, das ist das Gleiche. Das würde ich meiner Schusslichkeit zutrauen. Aber egal. Wir haben den Text, der uns gefehlt hat. 26. März. Die Folklore der Dalmar ist ebenso verstörend wie ihre brutalen Überfälle. Wenn meine Forschung stimmt, bin ich womöglich auf einer der ältesten jemals bekannten Menschenstämme gestoßen, der auf das Zeitalter zurückgeht, in dem es die genannten Buschmänner Südafrika bewohnten. Das bedeutet vor 20.000 Jahren. Wie konnte dieses Volk so lange überleben, ohne jemals zu jagen oder sich auszubreiten? Ich wage nicht, mir vorzustellen, was nach 20 Jahrtausenden der Inzucht und des Kannibalismus aus einem Volk wird. Ich habe sie gesehen und man kann sie nicht als menschlich bezeichnen. Besonders beunruhigend ist ihr mystischer Hintergrund, den man aufgrund fehlender Grundsätze und Reife unmöglich als Religion betrachten kann. Ihr einziger Zweck scheint, eine böse Entität in Schach zu halten, bis sie seit Anbeginn der Zeit oder dem finsteren Zeitalter heimsucht. An diesem Punkt in meiner Forschung musste ich innehalten und über die Verbindungen nachdenken. Die Dalmar betrachteten ihre spätere Periode und das systematische Schlachten von Menschen tatsächlich wie ein gutes oder goldenes Zeitalter. Ich danke Gott, dass dieser Stamm sich nie ausgebreitet hat, denn ich glaube, die Folge für die Region, vielleicht sogar für den gesamten Kontinent, wäre schrecklich gewesen. Diese Geschichte ist so alt, dass mir schwindelt. Der rachsüchtige Gott, der im Übrigen Dolholm genannt wird, herrscht über die Dalmar in vielen Inkarnationen. Meistens war er von großer katzenhafter Gestalt, lebte in den Schatten und tötete jeden Dorfbewohner, der sich ihm unwissentlich näherte. Einige Berichte besagen, dass seine tödlichen Klauen nicht in den Körper, sondern auch in die Seele eindrangen. Der Zweck dieser Quälerei ist unklar. Wie es scheint, waren die Dalmar einfach Sachen. Mit denen er spielte. Ach so. Offenbar gelang es den Dalmar irgendwann mit Hilfe eines Amuletts oder eines Talismans, sich gegen die Entität zu wehren. Das Interessante daran ist, dass dieses Amulett geformt war. Zwei miteinander verwandte Hauptelemente waren erforderlich. Um den bösen Geist zu vertreiben. Eines stellt das Opfer dar, das andere den Täter. Um das zu erreichen, wurde etwas verwendet, das mit jedem Element verwandt war. Obwohl ich mir nicht sicher bin, was mit Opfer gemeint ist, kann man meiner Meinung nach davon ausgehen, dass alles, was den Dorfbewohnern gehörte, dazu dienen würde, dass sie alle Opfer waren. Was den Täter betrifft, ist die Sache etwas komplizierter. Was könnte nur mit einem Gott verwandt sein?
mit diesem fraglichen Gott. Als nächstes mussten die Elemente mit einer seltenen Heilpflanze aus der Region vermengt werden, die anscheinend die Eigenschaften besaß, beide Elemente miteinander zu verbinden, vorausgesetzt, dass sie nicht zu fest waren. Schließlich wurde der Zweig eines speziellen Baumes, dessen Namen mir gerade entfallen ist, als Halter für die vermischten Elemente verwendet. Über die kombinierten Objekte wurde dann ein mysteriöser Segen gesprochen. Zu beachten ist, dass alle Elemente organischen Ursprungs sein mussten. Durch dieses aufwendige Ritual, dessen Durchführung mehrere Tage in Anspruch nahm, gelang es den Dalmar, sich erfolgreich von der Herrschaft des bösen Gottes zu befreien. Am Ende war das Amulett so mächtig, dass die Entität sich ihren Willen beugte und ihnen göttliche Macht gegen Opfergaben anbot. Aber die Dalmar ließen sich nicht täuschen. Sie entschieden, dass es das Klügste sei, dieses Übel ein und für alle Mal loszuwerden. Sie nahmen seinen Geist gefangen und sperrten ihn irgendwo ein, wo sie ihn für alle Zeit bewachen konnten. Mein Gott, der Dämon wurde in einer Maske gefangen. Für alle Ewigkeit, in den Grenzen des gesegneten Holzes. Eine Marke, die der Beschreibung nach einer verblüffenden Ähnlichkeit hat mit... Was rede ich mir da ein? Okay, Es ist diese Maske. Die Dalmar haben sich den Geist durch regelmäßige Rituale mit Blutopfern und den oben erwähnten Amulett vom Leib gehalten. Durch das letzte Buch, das ich heute über den Dalmar gelesen habe, in Wirklichkeit lediglich zwei kleine Paragraphen aus einem vom Museum entfliehenen Buch, ist mir etwas klar geworden, was mich vor Entsetzen erstarren ließ. Seit ich sie studiere, habe ich mich immer wieder gefragt, warum die Dalmar benachbarte Stände ohne offensichtlichen Grund abgeschlachtet haben. War es ihre gewaltsame, aggressive Natur? Fühlten sie sich auf irgendeine Weise bedroht? War es eine abartige heidnische Lust am Töten? Nein, es war Furcht. Furcht davor, dass andere die Maske stehlen und dem Gott befreien könnten. Sie töteten, um sich davor zu schützen, wieder ins finstere Zeitalter zurückzufallen. Wenn sie zu solch drastischen Maßnahmen bereit waren, um das zu vermeiden, was haben sie nur erleiden müssen, als die Entität noch frei war? Das Ritual mit der Maske ist nun seit Jahren nicht mehr durchgeführt worden. Was habe ich getan? Was habe ich nur getan? Es erschüttert mich, über dieses Böse zu lesen. Doch so schrecklich es war, fragte ich mich dennoch, wie weit James Blackwood wohl gegangen war, um den Fluch loszuwerden. Ja, das muss man erstmal sacken lassen. Also, das ist eine wirklich krasse Story. Und die Heilpflanze. Das, wo das Zeug miteinander irgendwie festhält. Wir haben das Zeug schon. Okay, aber hier darf ich das nicht zusammenbasteln. Okay. War nicht noch etwas, was er gemeint hat? Ich denke nicht. Ja, wie weit ist er gegangen? Wie finden wir das jetzt am ehesten raus? Jetzt werde ich erstmal nachlesen. Dieser Abschnitt. Jetzt begreife ich, dass das alles dieses verstörende afrikanische Maske ist verflucht. Ob es diesen Fluch tatsächlich gibt oder nicht, ist im Grunde gar nicht wichtig. Auch wenn ich nach meinen Erlebnissen in diesem Haus langsam geneigt bin, es zu glauben. Aber dass Blackwood es glaubte, ist doch wichtig. Zu welch drastischen Maßnahmen hat er gegriffen? Um es herauszufinden, Mord, Menschenopfer. Ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass wir graben sollen? Aber das wäre total unlogisch. Ja, Freunde, da bin ich wieder. Ich habe mich nochmal bei richtig alten Dingen umgeguckt. Ich war in meinem Auto drin, da war nichts. Ich kann nicht raus. Weitere Briefe habe ich auch nicht erhalten, aber... Ich habe hier meinen Kofferraum geöffnet und habe an dieser Stelle da, das ist die Stelle, an der die Autobatterie war,
Ja, da habe ich nämlich geklickt. Ich habe meine Autobatterie, die ja leer ist, wie wir wissen. Die hat ja keinen Saft mehr gehabt. So, toll, ne? Es ist die leere Batterie meines Autos. Was zur Hölle soll ich damit machen? Die leere Batterie meines Autos. Aufladen habe ich keine Möglichkeit, wie wir wissen. Sowas wie Strom. Zweckentfremden vielleicht. Zweckentfremden. Kann ich das irgendwie? Glaube ich aber nicht. Ich habe keine Ahnung, ey. Was ich jetzt mit meiner Autobatterie machen soll. Muss man eigentlich wirklich jedes Item mal benutzt haben? Vielleicht ist das aber erst fürs Finale relevant. Dann müssen wir wie der Teufel abhauen. Ich weiß es nicht. Da müssen wir irgendwie die zum Laufen kriegen, aber davon abgesehen, dass ich mich damit überhaupt nicht auskenne, aber damit kann man doch nichts machen, außer das Ding irgendwie aufladen. Das ist doch blödsinnig. Ich finde tolle Dinge, die mir leider nichts bringen. Kann ich sie eigentlich wieder reinsetzen? Würde mich mal interessieren. Ja, ich könnte es auch wieder reinsetzen. Super. Nö, nö, die. Selbst wenn ich abreißen. Ja, ich weiß, du willst nicht abreißen. Du kannst nicht abreißen. Ich nehme es halt nochmal mit. Aber ich glaube nicht, dass das aktuell mir auch nur irgendwie helfen wird. Da habe ich nur noch ein weiteres Inventar. Item in meinem Inventar, so rum. Joa, toll. Och, Mensch. Na gut. Dann würde ich sagen, suche ich weiter. Bis bald. Jo, Freunde, da bin ich wieder. Ich habe jetzt relativ lange gesucht, muss ich sagen. Ich bin das ganze Haus nochmal durchgelatscht, habe nichts mehr gefunden. Und ich habe mir dann das Bild nochmal angeguckt. Da ist mir was sehr Interessantes aufgefallen. Nämlich, dass genau an der Stelle gegraben wurde, wo der Schatten der Turmspitze war. Habe aber schon alles probiert. Es war ungefähr hier. Und ja, wegen dem scheiß Wetter sieht man den Schatten auch nicht, beziehungsweise es geht nicht. Also ein Hinweis war es nicht wirklich. Da ist nichts. Mir ist aber eine andere Sache noch eingefallen, die ich habe mich die ganze Zeit, während ich in dem dummen Haus noch rumgesucht habe, habe ich mich gefragt, was zur Hölle soll ich mit der Autobatterie? Dann ist mir eingefallen, dass wir da ja so ein Dynamo haben. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man das damit irgendwie aufladen könnte. Aber, mein Gott, das ganze Mythos-Fahrrad, das muss ja auch noch seinen Sinn irgendwann ergeben. Also bitte, und ja, versuchen wir doch mal. Ach, mein Gott, es geht tatsächlich. Ich würde. Ja, gut. Ich sag dazu nichts, ey. Ja, wie verwurschtel ich das jetzt miteinander? In der Garage ist ein altes, verstaubtes Fahrrad, dann eben irgendein. Ja, das Dynamo. Ja, keine Ahnung, ich muss das doch jetzt irgendwie abklemmen, umklemmen, keine Ahnung, damit die Batterie eventuell aufgeladen wird. Gut, wir können sie hinstellen, also wird es funktionieren. Ich habe jetzt nur keinen Schimmer, wie. Bitte sag mir nicht, dass mir was fehlt, um die Dinger miteinander zu verwursteln. Ich kenne mich mit sowas ja auch Nüsse aus, ne? Oh, ich kann's auch wieder weg. Nee, stell doch mal hin, Mann. Versuch mal, das Teil irgendwie aufzuladen. Mach das mal. Vorher die Kabel anzuschließen ist wahrscheinlich keine schlechte Idee. Yo, Mann! Dann nimm die Scheißkabel. Was meinst du, was ich die ganze Zeit schon. Ja, jetzt, ne? Jetzt nimm das so. Jetzt nimm das mit. Ah, beziehungsweise er hat's umgemottelt. Alles klar. Gut. Gott, wir laden eine Autobatterie an einem. Naja, ich sag dazu mal nichts. Ja gut, wer weiß, vielleicht funktioniert das ja wirklich und wir müssen ja keine volle Batterie haben. Es reicht ja, komm, mach nochmal. Es reicht ja, wenn er wenigstens anspringt, ne? Vielleicht. Mal schauen. So, ich habe das jetzt zweimal gemacht. Meint ihr, das reicht?
Aber vor allem, was wollen wir bezwecken? Wir wollen doch gar nicht hier weg. Aber vielleicht könnten wir endlich mal in die Stadt fahren. Wo sie hier irgendwo ist und was kaufen. Aber wir haben doch gar keine Zeit für sowas. Ich weiß nicht, was der Junge vorhat. Ich weiß nur, es ist das Einzige, was mir momentan einfällt. Vielleicht ist das auch alles nur für später, damit wir unsere Flucht erst schon mal gesichert haben. Aber ich probiere es trotzdem jetzt loszufahren. Jetzt, wo ich mich darauf vorbereite, das Anwesen zu verlassen, spüre ich plötzlich Schuldgefühle, weil ich die Geister gestört habe, die im Haus ruhten. Ich muss etwas tun. Ich will den Ort sofort verlassen, aber ich kann nicht. Nicht ohne mich vorher um die Erscheinung zu kümmern, die im Haus umhergeht. Jetzt liegt es in meiner Verantwortung. Ich überlegte hin und her, aber nein. Was war mit zukünftigen Bewohnern? Was wäre, wenn sie zu Schaden kämen, weil ich nichts unternommen habe? Ich würde mir das niemals verzeihen. Ich weiß, dass es auf mich wartet. Ich muss gehen. Jo. Natürlich fahren wir hier nicht weg. Das sieht aus, als würde da eine Frau sitzen. Also findet ihr nicht? Also im Rücksitz da, das sieht Umrisse einer Frau mit einem roten Kleid oder so und schwarzen langen Haaren. Das ist ein bisschen creepy gerade. Ja, ich weiß, es ist Fantasie, aber... Ja gut, aber... Ne, wenigstens könnte das Auto... Wir könnten rein theoretisch hier weg. Rein theoretisch. Super. Habe ich irgendwas... Sah der Himmel schon immer so komisch aus? So lila? Egal. Jo, alles klar. Ja, was mache ich denn jetzt? Oh. Hey, das... Ist es später geworden? Habe ich jetzt durch diese, habe ich Zeit verstreichen lassen? Aber es ist immer noch keine Sonne. Ich werde keinen Schatten haben. Ich gucke trotzdem lieber mal. Nee, sieht noch genauso blöd aus wie vorhin. Nix mit Schatten. Schade. Doch, doch, doch. Moment, Moment, Moment. Da war ein Schatten. Da. Ich habe einen Schatten. Der war vorher nicht da. Okay. Okay. Warte mal, mach ich das besser von der Seite? Aber jetzt. Ihr habt mich lang genug gepeinigt. Kommt, bevor es die Sonne sich anders überlegt. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, Gott, jetzt bin ich aufgeregt. Oh nein, das sieht genauso aus. Shit. Das ist wieder eine Niete. Hey, wenn meine ganze Schattenspitzentheorie, wenn die falsch ist, das kann nicht wahr sein. Ich zeige euch das Bild nochmal, aber dazu muss ich ja wieder in das Dienstmädchenzimmer. Da ist wirklich so eindeutig mit dieser Schattenspitze, dass er da angefangen hat. Und ich bilde mir ein, das war vorher doch nicht da, oder? War der Schatten schon immer da? Nicht... Nee, dann hätte ich ihn vorhin schon gesehen, als ich mich darauf verlassen habe. Moment, an dieser Stelle des Gartens ist der... Nee, das sagt er doch immer. Warte mal, vielleicht von der Seite. Nee, dann sehe ich meinen Schatten nimmer. Oder ich habe es nur nicht richtig getroffen. Oh, ich glaube, das ist alles nur Einbildung von mir. Wie traurig. Ich probiere es auch nochmal. Ich probiere es jetzt nochmal an der Spitze, dann probiere ich es weiter unten. Oder ich probiere es gleich weiter unten. Ich probiere es mal so. Ich will das noch nicht aufgeben. Das ist mein einziger Hinweis. Beziehungsweise... Ach, probieren wir einfach nochmal. Nein. Nichts. Das kann nicht sein. Die Leiche... Wer soll denn die entfernt haben? Und... Jetzt nochmal an der Spitze. Da oben. Jo, natürlich wieder nix. Auf dem Bild war das auch so, dass... Es könnte auch ein bisschen links von der Spitze gewesen sein.
Weil er war... Also ich glaube, die Leiche war... Hat er kurz da geparkt und er stand ja so. Vielleicht... Ein bisschen mehr links. So, hier dann. Das kann doch nicht so eine Friemelarbeit sein. Man kann, also selbst wenn ich jetzt noch was finden sollte nach dem 10. Mal graben oder so, dann ist es trotzdem blöd gemacht. Richtig blöd. Das kann doch nicht sein. Ich will das jetzt haben. Warte mal, vielleicht sagt er irgendwo was anderes. Er sagt immer das Gleiche, der Junge. Er sagt immer das Gleiche. Kahl und tot, kahl und tot. Okay, noch dreimal schauflich. Noch dreimal. Einmal hier, würde ich sagen. So. Es kommt Musik. Musik läuft. Ich hab was. Oh Gott, ist das aber fies gemacht, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin ebenso entsetzt wie traurig. Ich bin zornig. Junge, ich bin zornig. Aber egal, während ich die Leichnam von Catherine Blackwood freilege, all die Jahre über. So, okay. Cool bleiben. Jetzt haben wir sie endlich gefunden. Na, das war echt dumm gemacht, ganz ehrlich. So eine Pixelarbeit, das kann ich nicht leiden bei Adventuren, ganz ehrlich. Aber gut. Wir haben sie. Der Leichnam ist völlig verdreht und bis zur Unkenntlichkeit verwest. Die Zähne, die in allen Richtungen zeigen, sind ein schrecklicher Anblick. Die arme Mrs. Blackwood. Mir ist, als würde sie mich lautlos anschreien. Oder anklagen. Gott, er will den Schädel mitnehmen. Aber ich glaube, den brauchen wir auch, Leute. Wenn ich das richtig verstanden habe, brauchen wir so etwas für unser komisches Ritual. Die arme Mrs. Blackwood, ja. Ah, er will einer die Zähne mitnehmen. Ich versuche, ohne Volk einen Zahn zu ziehen. Was bist denn du für ein Schwächling? Dann benutze halt das. Ich unterdrückte meinen Ekel und zog der Leiche einen Zahn. Super. Mann. So. Somit wäre dieses Geheimnis endlich gelüftet. Und ich glaube, jetzt... Ja, wenn ich mir das gerade so überlege, ich denke... Jetzt ist auch der Moment, wo wir diese komische Mixtur machen können. Dieses Amulett. Ich bin gespannt. Naja, grab sie wieder ein. Ich ging leise davon und überließ Mrs. Blackwood wieder ihren toten, kalten Träumen. Ja, ich... Oh, jetzt wird's nochmal später, eindeutig. Es wird langsam... Langsam aber sicher kommt die nächste Nacht. Endlich wieder Fortschritt, Leute. Ich vermute, das wird die letzte Nacht hier sein in diesem Anwesen. Vielleicht sehen wir schon sehr bald das Finale, wenn ich nicht schon wieder so kolossal hänge. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Scratches.